Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Deutschbahn Simulator. Heute mit unserem Ausflug in das Ausbesserungswerk Wildpark West. Nein, keine Ahnung, was ich jetzt schon wieder rede. Aber wir lassen hier einfach mal den Zug laufen. Die Geschwindigkeit vorspulen, wollte ich sagen. Dann zoomen wir hier ein bisschen raus. Keine Sorge, ich kaufe mir bald wirklich einen mehr RAM. Gucken wir doch mal, wie läuft der Zug denn so? Was hat der denn für eine Passagierausnutzung? Ich hoffe, eine sehr gute Null. Das heißt, er wird immer mehr Schulden machen. Was hat dieser Zug denn an Betriebskosten? Betriebskosten 1,53 Millionen pro Jahr. Ja. Also kriege ich gerade noch so zusammen. Nash. Also darf ich frage mich momentan echt, was ist mit Train Fever los. Das lief vorher doch auch nicht so schlecht. Also da muss ich echt mal gucken, was da los ist. Ich kann das aber nicht jetzt machen. Weil jetzt nehme ich gerade auf. Und wenn ich Esc drücke, seht ihr, ich habe im Spiel doch da. Grafikeinstellung. Geometrie niedrig. Ja. Das hat jetzt auch sehr viel genützt. Ich schätze einfach, dass meine CPU wieder überlastet ist. Da entschuldige ich mich jetzt noch einmal für. Das ist garantiert nicht so gewollt. Wenn jetzt auch wirklich das große Performance-Update kommen sollte, es wird kommen, dürfte das Spiel hier auch wesentlich ansehnlicher werden. Ja. So, dann gucken wir doch mal, was hat der Zug denn mittlerweile für? Ja, mittlerweile 502.000. Das wird sich auch immer weiter erhöhen. Solange der Zug keine Passagiere hat. Linie 9. Seht ihr, nicht mal da stehen Leute für die Linie 9 bereit. So. Ja, das ist nicht ganz so optimal. Da müsste der Zug jetzt gleich eintreffen. Er hat gerade den viergleisigen Bereich betreten. Da kommt er auch schon angesaust. Gerade ist das Bild stehen geblieben. Rauszoomen. Ah, jetzt ist es bei 0 FPS stehen geblieben. Jetzt zoome ich gerade raus. Ja. Also das ist wirklich nicht schön. So kann auch ich das Spiel nicht ertragen. Ich glaube einfach, ich habe mittlerweile zu viele Mods drinnen.
Ja, es wird an den zu vielen Mods liegen. Ah, Mods machen ein Spiel auch immerhin instabil und von der Performance her. Ja. Ja. Ich wünschte mir, es gäbe so eine Funktion, dass man Autos nicht sehen kann. Weil das sind natürlich auch Polygone, die der Computer berechnen muss. Das Spiel. So. Du machst einfach mal 1,5 Millionen im Jahr. So, die Trams machen überhaupt keinen Gewinn. Zumindest die nicht. Der Bus macht dafür Gewinn. Zug 4, den nenne ich mal. E 50 148. Linie 9 nenne ich auch so. TEE 50 184. Nein, 148. Nicht. Kann ich auch die Farbe ändern? Nein, leider nicht. Naja. Also. Ja. Gucken wir doch mal, was hier so alles abgeht. Wann willst du denn mal anfangen, Geld zu bringen? Du doofer Zug. Da, vier warten jetzt schon auf diese Linie. Vier. Ja. Was gibt's sonst noch? Lassen wir doch einfach mal den Zug ein bisschen rollen. Ich checke währenddessen, zum Glück habe ich gerade keine Facecam. Sonst würdet ihr sehen, dass ich ein HTC benutze. Unterstützt durch Produktplatzierung. Ich sehe es schon kommen. Wahrscheinlich muss ich nur, weil ich HTC sage, schon sagen, ich habe Produktplatzierung. Was nicht stimmt, weil ich bekomme ja kein Geld dafür. Doch mal an. Ankommen ist immer eine gute Idee. Ja. Gut, wie steht's denn jetzt um den?
dann fahr doch hier mal eben kurz weiter. Mittlerweile sind es 6, die warten. Ich hoffe ja, dass es ab der nächsten Fahrt mehr werden. Ja. Also da muss ich wirklich mal... Also bei dem Zug können wir jetzt wirklich nur hoffen. Der ist in der Anschaffung erstens mal so teuer gewesen. Und zweitens von den Betriebskosten her so teuer, dass wir gar nicht genau wissen, ob wir uns den überhaupt jemals leisten können. Mittlerweile warten 7 Leute. Jetzt hat er angehalten. Er verdient 17,1k. Zu wenig. 7 Leute hat er aufgeladen, also ungefähr ein Elftel. Und er fährt wieder aus dem Bahnhof raus. Ja. Was haben wir denn eigentlich in dieser Stadt mittlerweile für eine Population? Ja. Ich wünschte ja immer noch, es gäbe U-Bahnen. Aber da bräuchte man dann wahrscheinlich kein Streckennetz bauen. Oder zumindest unterirdische Bahnhöfe. Man könnte dann so auf eine Untergrundansicht umschalten. Würde ich nämlich immer hier den Bahnhof platzieren, so wirklich im mittleren Stadtgebiet. Oh yeah! Gut, was ist da denn gekommen? Ach, die Baureihe 420 aus meiner ersten Mod-Review. Schließen wir doch mal. Da trifft soeben ein Zug ein. ...43 nimmt der Zug hier immer mit. Ja. Dann gucken wir doch mal, warum läuft das denn so unflüssig? So, gucken wir doch mal. Ja, meine CPU ist komplett ausgelastet, also da muss ich mal gucken. Dass ich mir vielleicht... Monat kann ich mir auf jeden Fall keine neue CPU mehr leisten. Was müsste ich denn dann nehmen? Puh. Naja, das sind Fragen, die kann ich wahrscheinlich in der nächsten Folge beantworten. Könnte sein, dass die Folge jetzt Unterlänge hat. Das wäre mal als Entschädigung dafür, dass ich immer oder ab und zu so viel Überlänge habe. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.